Zum ersten Mal hieß es auf dem Tullner Messegelände alles Walzer. Nicht ohne Grund, denn da der Tullner Landjugendball in den letzten Jahren immer größer wurde, musste auf einen anderen Standort ausgewichen werden. Sage und schreibe, über 2000 Ballbesucher bestätigten dies in dieser, nicht nur aufgrund der Außentemperaturen, klirrenden Ballnacht. Damit war dieser Ball nicht nur der größte Ball im gesamten Tullner Bezirk, sondern auch der bestbesuchteste Landjugendball Niederösterreichs. Wir wünschen Ihnen noch eine beschwingte Ballnacht und viel Vergnügen. Danke. Anzug oder Lederhose? Na, Lederhose, wenn schon, denn schon. Wir haben ja auch ein Dirndl an. Lederhosen. Warum? Schaut einfach knackig aus. Lederhosen. Da schauen die Männer richtig sexy aus. Wenn da schon richtige Pops drinnen ist, dann passt das. Sehr schön, sehr. Wir werden uns noch einen schönen Abend machen. Wo habt ihr die Dirndl her? Also ich hab's sehr oft an und ich hab's vor der Leinenstube in Tulln. Es ist eine große Freude, die bäuerliche Jugend hier zu sehen, wie sie sich unterhält und wie sie feiern kann. Die Tullner Landesjugend rund um ihre Ballorganisatoren Andrea Hascher und Stefan Hagel bot ihren Gästen nicht nur Getränke in rauen Mengen, die über 550 Tombola-Preise und 365 selbstgebackenen Torten versüßten den Ballbesuchern den Abend. Die Stimmung ist echt am Höhepunkt und wir können echt stolz auf alle Mitglieder sein, dass wir so einen super Ball zusammengebracht haben. Also das hätte man selber nicht erwartet, dass es so reibungslos dann wirklich vonstatten geht sozusagen. Geh mal lieber tanzen, weil sonst versammeln wir noch was. Wer von klassischen Tänzen dann schließlich genug hatte oder auf der ständig gefüllten Tanzfläche keinen Platz mehr fand, dem bot die Disco eine willkommene Abwechslung. Selbst als der Ball um 5 Uhr morgens seine Tore schließen musste, waren noch Dutzende Ballbegeisterte fit für die Tanzfläche und hoffen wohl, dass es auch im nächsten Jahr wieder heißt: Alles Walzer!